Ich bin sehr gespannt, was wir heute vorfinden werden. Ich bin auch sehr stolz und auch sehr froh darüber, dass wir das einrichten konnten. Hier an der Eublerstraße ging alles eigentlich weich wie Butter. Da haben wir richtig viel Glück gehabt. Nicht zuletzt auch, weil der Professor Beckner schon auch Gewehr bei Fuß war und das für uns klar gemacht hat. Und ja, ich bedanke mich bei euch schon, egal was passiert. Wir werden Spaß haben und es ist auf jeden Fall super. Lasst uns eine schöne Mission heute fahren. Copy that, Flight. Tristan, von dir wollte ich noch mal kurz wissen, ihr hattet doch heute Morgen irgendwie noch Probleme mit dem DDE und so. Habt ihr das in den Griff gekriegt? Ja, ja, wir haben es in den Griff bekommen, das Problem lag auf unserer Seite. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Alles im grünen Bereich. Wie ist bei Ihnen? Okay. Ja, bei euch ist auch alles im grünen Bereich und in der Sternwarte ist, soweit ich das mitgekriegt habe, auch alles im grünen Bereich. Ja, da bleibt es jetzt nur noch kurz zu warten, dass es losgeht. Bis gleich. Okay, dann. Hi. In diesem Video zeigen wir euch, wie die Kompass 2 Crew an der Bodenstation DL0 FAA, der FAA Aachen, der Fakultät für Luft- und Raumfahrt, echtes Mission Operation betreiben. Ganz speziell zeigen wir euch, wie wir hier Venta 1, den Satellit Venta 1 und den Satellit Robusta 1B getrackt haben. Vor etwa 2 Wochen haben wir von der Satellitencrew von Venta 1 eine E-Mail reinbekommen, weil die den Verdacht hegen, dass auf deren Two-Line Elements unser Satellit Kompass 2 zugeordnet wurde und dass auf der Kompass 2 TLE möglicherweise deren Satellit Venta 1 zugeordnet wurde. Daher haben wir dann die darauf folgende Woche versucht, unseren Satellit über die Venta 1 TLE einzufangen, beziehungsweise über die Kompass 2 TLE den Venta 1 reinzukriegen. Leider waren beide Satelliten immer jeweils relativ flach über die Bodenstation reingekommen, so dass wir die Signale, die wir eingefangen haben, nicht dekodieren konnten. Allerdings konnten wir einfach nur durch Zuhören des Signals feststellen, dass jedes Mal, wenn wir auf Venta 1 vermeintlich gehalten haben, ein AFSK-moduliertes Signal reinkam, was ungefähr gleich klang wie normalerweise ein AX25-formatiges AFSK-moduliertes Signal bei 1200 Baud. Das hat so einen ganz charakteristischen Klang, den wir alle kennen, denn das ist nämlich auch die Modulation, mit der unser Kompass 2-Satellit normalerweise seine Barke runtersendet. Aber wie gesagt, leider konnten wir dieses Signal nicht dekodieren und deswegen waren wir uns nicht sicher, ob es sich jetzt hierbei um Kompass 2 handelt oder etwas, was wir dann bei den weiteren Recherchen herausgefunden haben, ob es sich um den Satellit Robusta 1B handelt, der etwa zur gleichen Zeit reinkam mit einem Elevationsunterschied, also einem Delta Elevation von etwas mehr als 30 Grad reinkam. Eigentlich haben wir getippt, dass das vermutlich nicht ein Signal von Robusta 1B sein kann, weil der Aufnahmekegel unserer Antennen die 30 Grad nicht übersteigt. Aber um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir dann ganz geduldig gewartet, bis sich eine Gelegenheit bieten würde, wo beide Satelliten bei einer guten Elevation, einer hohen Elevation reinkäme. Und diese Gelegenheit hat sich dann letzten Samstag geboten, als Venta 1 und Robusta 1 mit etwa 68 Grad Elevation reinkamen. Und um der Sache dann richtig auf den Grund zu gehen, haben wir dann mit unseren 3 verschiedenen Teleports jeweils auf den einen oder anderen Satelliten gehalten, in der Hoffnung, dass wir dadurch Klarheit schaffen können, dadurch, dass das betreffende Signal auf der richtigen Antenne dann klar reinkommt und wir somit in der Lage wären, das Signal perfekt zu dekodieren und eventuell ausmachen können, ob es sich jetzt nun um Robusta 1B handelt oder doch um unseren Kompass 2 Satelliten. Im Teleport der Hohen Staufenallee haben wir daher auf den Satelliten Venta 1 gehalten und auf dem Teleport in der Eubner Straße haben wir dann auf Robusta 1B gehalten.
Übrigens war diese Mission Operation an der Eupner Straße das allererste Mal, wo wir den Teleport in Betrieb genommen haben. Zusätzlich dazu, weil wir auch viele neue Studenten bekamen, haben wir dann auf der Sternwarte mit einer etwas einfacheren Antenne ebenfalls auf Robusta 1B gehalten. Und in diesem Video werden Sie nun sehen, wie wir das durchgeführt haben, und Sie werden auch schon eine erste Auswertung dessen bekommen, was wir da eingefangen haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Bis später. Alles klar, wir fangen schon an mit dem Recording für Robusta. Wir haben AOS Robusta. Wir haben noch ungefähr 2 Minuten, bis wir AOS mit Venta haben, und dann starten wir auch Recording. Alles klar. Wir haben jetzt hier Robusta Elevation 1,7 Grad, Azimut 15,2. Recording gestartet. Recording gestartet. Copy that. Dann toi 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 an alle. Copy that. Proto fährt. Schalte um auf Tuner AGC. Haben ein erstes Signal reingekriegt, allerdings sehr schwach. Wir haben Robusta auch gerade gesehen. Wir können bestätigen. Hat nichts gesehen. Wir haben noch minus 4 Grad Elevation, dann verfolgen wir. Beziehungsweise, wir wissen ja noch nicht, ob es Robusta ist. Auf jeden Fall haben wir Signal reingekriegt. Venta ist noch nicht auf dem Schirm, sagt bei uns. Ja, ah, okay, dann war das Robusta. Minus 2,6 Grad Elevation. Ja, bestätige. Ich habe jetzt hier Vente auch mit reingetan. Habt ihr gerade was bekommen? Robusta? Ja, vor einer halben Minute haben wir was reingekriegt. Wir haben Störsignale. Ja, dann kriegen wir den auch. Minus 1,5 Grad. Sind bereit zum Tracking in wenigen Sekunden. Wir haben 19,8 Grad und Ist-Position Elevation Azimut 20 und 17,5. Wir haben, haben Venta 1 mit 14 Grad Azimut und 0,5 Grad Elevation im AOS. Bei uns ist Venta 1 auch gerade eingetroffen. Verfolgung von Venta 1 läuft. Copy that. Haben gerade wieder ein Signal reingekriegt, nicht dekodiert. Copy that, wir haben es auch reinbekommen, nicht die Sternwarte, nichts. Ich habe bei mir jetzt die Bandbreite auf 1500 hochgeschraubt. Korrigiere 14818. Wir haben, glaube ich, etwas bekommen, aber ich glaube nicht, dass es robuster war.
Ja, Achtung, jetzt geht's relativ schnell, ne? Das ist wichtig, wichtige Info jetzt für die Hohenstaufenallee. Wir lassen es zwar bei uns jetzt einfach laufen, weil wir einfach gar nicht wissen, wie unser Rotor sich verhält, aber wir schätzen, dass unser Rotor mithalten kann. Okay, robuster Azimut 62,8, Elevation 63,5, Ist-Position Azimut 70,5, Elevation 65,5. Also der hält ganz gut mit. Sternwarte hat Robusta empfangen. Ja, wir haben Robusta auch empfangen. Und wir konnten was dekodieren, da wir es aufgenommen haben. Das ist Uhrzeit notieren, 11:32:57. Die haben das Signal ebenfalls empfangen und haben es notiert und protokolliert. Wenn es robuster war, dann kriegen wir das auch über den entsprechenden Decoder und den KISS-Files dekodiert. Machen wir aber dann im Nachhinein. Ich kann aber schon bestätigen, dass es robuster war. Ich habe die Barke FX6FR reingekriegt. Copy that. Den letzten Chunk, den du sagen wolltest, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur Copy that gekriegt. Das war's auch. Ah, okay, gut. Ich sehe jetzt hier auch auf 437270 habe ich vermutlich 9K6 FSK reingekriegt. Aber weil ich nicht drauf halte, kann ich da jetzt nichts Genaues zu sagen. Welche Frequenz? 437270. Das war dann um 11:34 Uhr. Notieren bitte, danke. Weil wir haben hier nichts zu notieren. Kannst du die Frequenz nochmal wiederholen, bitte? Sasch? Wir haben jetzt gerade auch ein Signal reingekickt, 4:34:50 von Robusta. Und deine Frequenz, oder was vermutlich Wendler sein könnte, war 437270. Uhrzeit weiß ich nicht mehr. Ja, wir kriegen Robusta jetzt nicht mehr rein, weil Robusta jetzt in unserem Antennenschatten ist. Kann es sein, dass Wendler 1 gerade gesendet? Auf 437, 2, irgendwas. Ja, das kann gut sein. Ich habe das Signal auch gesehen. Meinst du 437, 2, 5? Bei mir 231. Ja, wir haben hier eins auf 437, 2, 5 ungefähr. War relativ lange, hat mehrmals gebiept. Ja, genau. Ist okay. Weg jetzt, ne? Das sah aber sehr terrestrisch aus, meint Janik. Robusta geht ja, okay. Robusta geht jetzt bei uns zu Ende. Wir versuchen jetzt auch nochmal auf Wendler zu halten. Okay, Wendler ist jetzt am Max Elevation Punkt mit 75 Grad bei uns. Ja, bestätige. Das Signal bei 437250 ist höchstwahrscheinlich terrestrisch. Okay. Weil es keine große Verschiebung hat. Nee, ich habe ein bisschen den Doppler-Shift. Also Kevin meint, die Verschiebung ist nicht so groß. Oh, wir haben jetzt ein ganz starkes Signal 437270 reingekriegt. Das müsste aber ein AX25 Signal gewesen sein. Kann die das bestätigen? Wir haben nichts reinbekommen auf dieser Frequenz. Wir haben auch nichts. Okay, alles klar. Also dieses Ding auf 4372 und ein bisschen was Kleines, hat auf jeden Fall Doppelschiff, ganz sicher. Okay, wir haben hier gerade auf 437320 was reinbekommen.
relativ groß. Ja, und bestätige, aber nicht dekodierbar. Aber bestätige. Okay, wir notieren es und dann kann man sich gleich mal anschauen. Und 11:37:08 haben wir auf der Höhe von 437-270 auch noch ein Signal reingekriegt, auch ein ziemlich langes. Also das mit 270, die Signale sehen wir ja gar nicht. Da ist bei uns absolut blauer Hintergrund. Da sehen wir auch nichts. Wir sind bei beiden raus. Sternwarte ist raus. Wir sind gleich raus. Wir sind ja. Jetzt bei 28 Grad Elevation, wir kriegen jetzt nichts mehr rein, dann beginnen wir mal mit dem Abbau und bewegen uns Richtung Rotstaufnolle. Alles klar, wir versuchen trotzdem nochmal Wendler reinzukriegen. Fazit ist, einmal robuster reinbekommen, ob es dekodierbar ist, wage ich zu bezweifeln, aber es war auf jeden Fall robuster. Also es war auf jeden Fall das Signal. Ja, wir haben robuster auch mehrmals reingekriegt und einmal dekodierbar. Ja, das Dekodierbare haben wir auch gleichzeitig reinbekommen, also das war auf jeden Fall. Das analysieren wir mal gleich. Moment, bis gleich dann. 11:38:25 auf 437-270 haben wir nochmal ein AX25 ähnliches Signal reingekriegt. Sternwarte gar nichts. Frequenz nochmal wiederholen, Sasch? Das war um 437-270 vor etwa einer halben Minute. Doch, da war eben was. Ja. Okay, wir sind an LOS, sind dann in etwa einer halben Stunde spätestens in der Hohenstaufenallee. Bis dann. Wir bleiben noch kurz hier, wir holen Wendler noch kurz mit. Vielleicht kommt da noch was rein. Und wir lassen Wendler den Rot nochmal. Gleich bei uns weg. Ja, ihr habt jetzt, was habt ihr jetzt hier? 10 Grad, ja. Okay, wir sind raus. Tschüss. Tschüss, bis gleich. Tschüss, bis gleich. So, wir haben hier nochmal auf 437-270 um 11:40:25 nochmal ein AX25 reingekriegt. Ganz schwach. Wird notiert. Wir sind jetzt auch aus der automatischen Verfolgung raus. Bei einer Elevation von 4,2 Grad. Bestätige 4,2 Grad, jetzt 4,0 Grad. LOS imminent. LOS. Ja, wir haben jetzt auch LOS um 11:41
39. Alles klar, dann bauen wir jetzt hier auch alles ab und dann treffen wir uns alle im Compass Lab. Ich copy that, wir brechen die Aufnahme jetzt auch ab. Also ja, dann bedanke ich mich nochmal bei allen. War richtig spitze, es hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich, euch jetzt sofort wiederzusehen. Bis gleich. Bis gleich. So, was bleibt als Fazit zu sagen? Leider haben wir nicht unseren Compass 2 Satelliten eingefangen. Dieser Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Compass 2 Satellit ist leider nicht auf der Venta-Terli. Der Decoder ist ja immer mitgelaufen und es kam nun eben kein AX25 Beacon von Compass 2 bei AFSK-Modulation und 1200 Baud runter. Dafür gab es aber zwei andere große Überraschungen. Die erste Überraschung, und naja, ist es wirklich eine Überraschung? Leider ist das AFSK-modulierte AX25 Beacon bei 1200 Baud eben von Robusta ausgegangen. Das konnten wir eindeutig identifizieren. Insgesamt haben wir 5 Signale reingekriegt und als Robusta 1b dann auf unserem Azimut war, das war also so ungefähr, als der Satellit bei einem Azimut von 55 Grad und bei praktisch Max Elevation hier bei, sagen wir mal, 70 Grad war, ist eben diese Marke reingekommen und das auch noch dekodierbar. Wir haben einen vollständigen Satz reinbekommen für den Onboard-Computer, die Payload und die Housekeeping-Daten. Hier sieht man auch noch dann das Rohmaterial, was wir da reingekriegt haben. Das ist das KISS-File. Dann haben wir, zumindest haben wir auf der Olpnerstraße, nachdem es Robusta 1b dann bei uns, für uns außer Sichtweite war, die Antenne nochmal rückgestellt auf einen Azimut von ungefähr 185 Grad und bei einer Elevation von 29 Grad. Und dann waren wir dann auch nochmal in der Lage, von dem anderen Satelliten, der vermeintlich für Venta 1 ursprünglich gehalten wurde, noch ein Signal reinzukriegen. Allerdings mussten wir da schon feststellen, oder es war noch nicht ganz sicher, man hat es noch nicht richtig ausgesprochen, aber dann hinterher bei der Analyse ist uns dann aufgefallen, nein, das ist gar nicht Venta 1, auf den wir da gehalten haben, denn, also klar, wir haben basierend auf der TLE in Richtung Venta 1 gehalten. Venta 1 war aber stumm, da bekamen wir kein Signal rein. Das hat man auch in den drei Videos eindeutig feststellen können, denn die Downlink-Frequenz von Venta 1 ist 437,325 MHz und da war absolut Stille oder terrestrische Störungen. Dafür kam aber ein sehr kontinuierliches Signal rein bei der Downlink-Frequenz von 437,220 MHz und dieses Signal stammt, also das, was wir da gesehen haben, war eben in dem Bereich und das stammt vom VZLU-Sat. Jedenfalls, wenn man sich die Dokumentation bei der Satellitennähe anschaut, wird ganz schnell klar, dass die Downlink-Frequenz von VZLU-Sat eben bei 437,220 MHz liegt. Auch konnten dieses Signal und auch das Signal, was in der Hohen Staufenallee unter der Leitung von Yannick Schatz aufgenommen wurde, erst dekodiert werden, als wir das Soundmodem auf GMSK-Demodulation bei 4800 Baud eingestellt haben. Das wiederum ist nämlich auch, wie zu verfahren ist, wenn man Signale von VZLU-Sat dekodieren möchte. Nämlich Venta 1 lässt sich nur demodulieren und dekodieren mit dem GMSK-Verfahren bei allerdings 9600 Baud. Wie gesagt, wir haben GMSK 4800 Baud, haben wir nun die empfangenen Signale dekodieren können und dafür gehen wir davon aus, dass es möglicherweise VZLU-Sat ist. Man sieht hier in der Olpnerstraße, das hat man ja auch im Video schon eindrucksvoll gesehen, haben die Ops-Crew der Kevin Bergmann und der Tristan Kallerhof, die an den Engines waren, einen sehr tollen Job gemacht. Einfach nur, weil die hier eben diese ganze Menge an Daten hier kreiert haben. Leider ist
konnten wir kein Callsign ausmachen. Das würde es nämlich eindeutig festlegen, um welchen Satellit es sich handeln würde. Beide Satelliten haben leider keine Marke und beide Satelliten, VZ Lusat und Venta 1, stellen auch keinen Decoder zur Verfügung. Aber das Ganze kann auch einfach nur ein Empfangsfehler sein. Gegen Ende in den letzten Paketen sieht man aber so zwei Buchstaben hier, also der Anfang eines Callsigns, V1 oder VL. Den Rest kann man leider nicht mehr entziffern. Und dann gibt es aber auch noch ein zweites. Hier steht dann BU und dann den Rest kann man da nicht mehr dekodieren. Und diese 13 scheint bei beiden immer irgendwie minus 13 scheint da auch präsent zu sein. Naja, was bleibt zu sagen? Eindeutig können wir es über das Callsign nicht identifizieren, aber wir werden natürlich beide Mission Ops Crews von den Satelliten VZ Lusat und Venta 1 darauf ansprechen, ihnen die empfangenen Daten geben und sie auch bitten, ob sie uns einen Decoder, einen geeigneten Decoder für ihre Satelliten übermitteln können, damit wir dann auch in der Lage wären, die empfangenen Daten zu dekodieren und einzusehen, was der Satellit uns zu sagen hat. Das war's also fürs Erste für dieses Fazit. Allerdings muss man sagen, dass der ganze Aufwand, den wir hier betrieben haben, im Prinzip nur eine einzige Messung ist. Um richtig Klarheit zu schaffen, werden wir daher bestimmt 10-mal diese Messung durchführen müssen. Allerdings, wenn wir auf Kompass 2 halten und nur ein einziges Mal den Satelliten Venta 1 reinkriegen, haben wir da auch schon Gewissheit. Auch so, wenn wir auf die Venta 1 Tele halten und da auch nur ein einziges Mal den Kompass 2 Satellit reinbekommen, werden wir auch da Gewissheit geschaffen haben und dann brauchen wir natürlich nicht alle 10 Messungen zu machen. Insofern drückt uns ganz fest die Daumen, dass wir auf der Venta 1 Tele Kompass 2 hören werden. Und drückt auch der Venta 1 Crew ganz, ganz fest die Daumen, dass wir auf der Kompass 2 Tele natürlich den Venta 1 Satelliten empfangen werden. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, das war zur gleichen Zeit unser allererste Missionsbetrieb hier oben an der Oldener Straße mit der wunderbaren Anlage vom Professor Denkner. Wir bedanken uns auch sehr herzlich bei Professor Denkner, dass er uns das hier alles ermöglicht hat und freuen uns auf eine ganz, ganz spannende Zukunft die nächsten Monate, Semester, Jahre, Jahrzehnte. Alles klar.